Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir begeben uns jetzt gleich zur finsteren Seite. Bevor wir das aber machen, seht ihr, ich habe Münzen gesammelt und werde diese jetzt auch bis, na, nicht ganz auf den letzten Kreuzer ausgeben, aber dann doch die Sachen, die wir ausgeben können. Und zwar für das Brautkleid. Für das Gold Mario Outfit. Und dann noch das Metall Mario Outfit. Okay, dann seht ihr, haben wir alles hier gekauft. Bis auf das Skelett-Kostüm, Outfit. Skelett-Outfit. Und wir müssen noch ganz viele Monde oder halt Sterne kaufen. Das aber dann an einem späteren Zeitpunkt. Wir machen jetzt erst die finstere Seite. Und die wird ganz toll. Das wird ein ganz toller Part. Auf geht's. In jeder Welt haben wir alles abgeschlossen. Pilzkönigreich fehlt uns ja noch einen Mond. Aber ja, jetzt die finstere Seite. Auf los, geht's los. Ist 9 okay? Ich glaube 9 ist okay. War für mich ein bisschen zu laut, obwohl ich gestern auch noch mit der gleichen Lautstärke aufgenommen habe. Okay, mit 850 Monden im Gepäck reisen wir auf die finstere Seite. Da sind wir nun also. Kaninchenkrater. Okay, was ist das hier eigentlich? Schauen wir uns erstmal um. Da ist noch nichts. Okay. Gehen wir mal weiter. Ganz viele Kaninchen. Okay. Ja, interessant. Aha. Okay. Anscheinend müssen wir dahin. Dann sollten wir das auch unternehmen. Sehr interessant. Dann gehen wir mal da rein. Oh nein. Ihr vier schon wieder. Lebt ihr immer noch? Du hast also wirklich die Hochzeit verhindert. Aber mich kannst du nicht aufhalten. Du kannst keinen von uns Brodels aufhalten. Na mal los, ich will sehen, wie du auf die Nase fällst. Oh Mann. Jetzt kommen die ganzen Brodel-Kämpfe nochmal. Oder Brodel-Kämpfe. Aber ihr könnt doch nichts. Oh, mit Mond. Oh nein. Mit Mondphysik. Ach du Scheiße. Das wird gar nicht lustig. Ich glaube, die Frau wird am schlimmsten werden, weil die ja sich noch bewegt. Ah, nein! Okay. Alter, war das knapp! Ja, okay, das war klar. Okay, ich
glaube auch, wir werden keine Herzen bekommen, also sollten wir damit sparsam umgehen. Und bei solchen Gegnern wie dir sollten wir sie erst recht nicht verlieren. Ich hätte mir vielleicht ein Sechserherzen holen sollen. Aus Cityland oder Küstenland, wo man ja ganz easy welche bekommt. Oder auch aus dem Mondland im letzten Part. Warum habe ich das eigentlich nicht mehr? Egal. Gehen wir weiter. Wer kommt jetzt? Aha, du bist's. Nicht sehr nett von dir, einfach so in unser Land zu platzen. Sag bloß, du wusstest nicht, dass wir hier leben. Dass hier ist unser Zuhause, du Störenfried. Ganz schön unhöflich von dir, diese Aktion. Mir zeigt, dass ich dir mal ein paar Manieren beibringe. So. Ach, oh Mann, ey. Ja, das ist nicht so hilfreich. Wir müssen auf ihre große Attacke warten. Exakt die. Zack. Ja, okay. Das geht noch. Aber jetzt macht sie ja ihre... Oh Gott. Ihre Psycho-Attacke. Sie ist doch gestört. Oh. Nice. Solltest schon stehen bleiben. Ich treffe sie nicht. Das gibt's doch nicht. Alter, du bist so doof. Aber wir können es ja nochmal probieren. Alter, ey, bleib doch stehen, du Hund. Die ist echt gestört. Oh, da ist sie ja. Nein! Mach keinen Mist, ey. Könnten die Feuerdinger da wieder verschwinden? Vielleicht, das wäre ganz schön cool. Nicht? Okay. Okay, kein Problem. Jetzt kommt entweder der Langhalstyp oder der Fettsack. Haben die eigentlich auch eigenständige Namen? So wie Willi oder Horst oder Thorsten oder was weiß ich. Ich war immer noch nicht auf Mario Wikipedia unterwegs. Ich weiß ja gar nicht, ob es da schon steht. Unser Zuhause ist ja ganz nett, aber ich bin jetzt bereit für mein eigenes Schiff. Deins nämlich, ganz genau. Die Odyssee ist das perfekte Gefährt für jemanden wie mich. Hehehehe. Aber zuerst werde ich dich in hohem Bogen hier rauswerfen. Du wirst schon sehen. Ha! Ja, mit der Sprungphysik, das ist sowas. Was macht er nochmal? Ach so, der fährt einfach rum. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ja, der war zu easy irgendwie. Puff.
der letzte wird ja auch nicht so schwer. Der wirft ja einfach nur mit seinen Hüten. Und die sollten wir dann treffen und dann einfach... Ja, auf ihn drauf dann. Okay. Doof wäre, wenn wir das Ganze jetzt nochmal machen müssten. Dann sind nämlich schon einige Minuten verstrichen. Okay. Das war hier noch. Das war noch eine Etage höher, glaube ich. So, der letzte. Übrig gebliebene. Ich muss schon sagen, die ganze Zeit lief alles perfekt. Wir haben alles gemacht, womit Bowser uns beauftragt hatte. Und dann hast du dich eingemischt und alles zunichte gemacht. Niemand wird uns nach dieser Pleite noch Aufträge erteilen. Was das für dich heißt? Tja, du wirst jetzt dafür bezahlen, mit Zins und Zinseszins. Ja klar, Digga. Wenn ich vor dir Schiss hätte. Du bist eine Nulpe. Upsala. Was machst du nochmal? Achso, du jumpst einfach hin und her. Ja, das ist ja nichts. Das Schwierige kommt ja gleich erst. Ja, bist du fertig? Danke. Das Schwierige ist, wenn ihr alle vier gleichzeitig kommt. Das ist dann nicht so lol. Okay. Aua. Bitte, bitte, bitte. Easy going. Okay, am Ende habe ich es nochmal spannend gemacht. Aber ihr wart kein Problem für mich. Und glücklicherweise bekommen wir jetzt sogar noch einen Mond, der uns die Leben wieder auffüllt. Das ist gut. Wir sollten jetzt aufpassen, nur nicht da reinzugehen. Oh, sogar noch ein Herz. Lull. Hallo, Captain Toad. Ich war ganz gemütlich und federleicht unterwegs, bis es mich irgendwie hierher verschlagen hat. Und weißt du was? Auf dem Weg habe ich doch tatsächlich einen Mond gefunden. Der ist für dich, mein forschender Freund. Yay! Ich wüsste ja schon gerne, was sich da oben befindet. Ja, das finden wir jetzt heraus. Aber kurz mal auf die Karte gelunzt. Kaninchengrater. Deine Hochzeit mit uns, die Brogles. Brogles. Ja. Viel gibt's ja nicht zu entdecken. Es gibt ja auch keine Checkpoints, glaube ich. Rango, aha. Harriet, Pyrotechnik. Stuart, ah, das sind also die Namen. Und Topper. Werde ich mir niemals merken können. Das Reiseland in drei Punkten. Die geringe Schwerkraft bewahrt dich nicht vor fatalen Stürzen. Sieh auch nicht hinter dem aus Stein gehauenen Gemüse nach. Sieh auch hinter dem aus Stein gehauenen Gemüse nach. Und die Schlüssel zu diesem Land sind vier. Du weißt, um wen es sich handelt. Ja. Cool. 24 Monde gibt es hier. Die gilt es alle zu finden, aber jetzt geht's erstmal ganz nach oben. Ja, hallo. Hui, hui, hui. Hey, hey, hey. Ha, 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 ha. Und? Hä? Setzen wir dem ein Ende. Ungebetene Gäste hat niemand gerne. Uiuiui. Aber im Gegensatz zu dem Kampf aus Bowsers Land sollen wir ja keine Pikmatze benutzen, sondern
Hammer Bros. So, mit denen können wir auch höher jumpen. Da sollten wir aber die alte Werte Taktik verwenden, ihm einfach auf die Fresse zu jumpen. Wen habe ich jetzt eliminiert? Ich glaube, das war der blaue. Spewart oder so. Hopper. Und die anderen weiß ich schon nicht mehr. Sollte ich jetzt schon auf euch zurückgreifen? Ich denke mal, ja, oder? Okay, wo taumelt der? Boah, der war hart. Ah, aber der war auch nice. Okay. Tschüss. Jetzt will ich aber nochmal schauen, wie die heißen. Rango und Harriet. Zwei Treffer gegen zwei Treffer jetzt nur noch. Oh fuck. Jetzt macht er diese komische Attacke. Und immer schön aufpassen vor den Hammer Bros, dass wir nicht in die reinlaufen. Oh fuck. Bist du fertig? Sieht so aus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fuck. Nein! Oh Gott. Scheiße, Alter, das ist auf Messerschneide. Und ich glaube, wenn wir sterben, müssen wir alles von Anfang machen. Okay. Fuck off. Fuck off, Alter. Fuck off. Fuck off. Mein Herz. Mein Herz, Alter, mein Herz. Nein. Komm her, Hammer Bro. Okay. Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Alter, das ist so auf Messerschneide gerade. Okay. Es ist noch nicht zu Ende. Yes! Ja, Mann! Boah, das Schwierigste wäre jetzt vorbei. Also. Schwierigste kommt zwar noch, aber eins davon wäre jetzt schon mal abgeschlossen. Boah. Alter. Ah, Mann, ey. Und es gibt sogar einen Triple Mond oder einen Power. Wie heißt die nochmal? Multimond. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Jesus Christ. Ah. Puh. Sheesh. Das war ja unfassbar. Und schaut mal, was für ein Outfit wir jetzt haben. Du hast Königskrone und Königsoutfit erhalten. Das ist richtig toll. Aber wir haben hier noch ganz viele Sachen zu machen, denn jetzt haben sich auch neue Sachen aufgetan, die wir erkunden sollten. Und der schwierigste Raum von allen befindet sich schon hier gleich am Anfang. Wir haben kein Cappy und müssen in diesen altbekannten Raum, wo wir einmal waren, ich weiß aber leider nicht mehr,
nicht mehr, welche Welt das war. Ohne Cappy fühlen wir uns nicht wohl. Okay. Also, folgendes Szenario. Der kommt von oben. Wir allerdings müssen nach unten. Ja, easy going. Nice one. Einfach immer Weitsprünge und die letzten, warum ich gar keine Weitsprünge mehr gemacht habe, keine Ahnung, aber war ja alles in Ordnung. Gut, dann hätten wir das ja schon abgeschlossen. Dann können wir weitergehen. Oh, mein Herz rast immer noch. Wir sind ja auf großer Expedition. Ja? Nach was sucht ihr eigentlich? So, und jetzt hat sich auch in dem Gebiet hier vieles aufgetan. Und zwar ganz, ganz viele Hinweiskünste. Aber die werden wir eins nach dem anderen abkloppen. Und ich werde euch auch genau sagen, welcher ist. Zu welchem ihr dann in welche Welt reisen müsst. Wir müssen sie natürlich erstmal anschauen, bevor wir dann in die jeweilige Welt reisen. Also 10 sind es insgesamt. Okay. Das hier war auch nicht so ohne. Das war echt schwer hier. Mhm. Warte, wir müssen Flattersprung und hoch. Flattersprung und hoch. Ja, nice. Flattersprung und hoch. Flattersprung und hoch. Ja, das ist wirklich nicht leicht. Aber jetzt müssen wir ja nicht mehr die Yoshi-Früchte nochmal einsammeln. Obwohl es natürlich schön gewesen wäre, wenn ich alle jetzt auf einmal bekommen hätte. Das wäre natürlich genial. Aber sie bleiben ja gespeichert. Was mich sehr erfreut. Ja, scheiß drauf. Und dann sammeln wir die ein. Dann sterben wir, wollte ich sagen. Ja, die vielleicht auch noch. Überleben wir das noch? Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ja, doch. Ah, schade. Haarscharf. Okay, wir sind kurz vor dem Ziel da. Ja, den einen Mond haben wir schon. Ich sollte aber auch keine Früchte verpassen. Ich denke mal, dass wir bis jetzt nichts verpasst haben. Was soll der Scheiß eigentlich? Ist so unfair. Ach komm. Super, ey. Arsch rein. Ja, klasse. Ja, nice. Ach, und da oben wären die letzten zwei. Na, klasse. So knapp davor gescheitert. So knapp. Okay. Ihr seht schon, die Challenges hier sind echt nicht ohne. Also der Anfang, das Anfangding mit dem Kugelwille, das war ja, da musst du ja perfekt timen, du musst das Timing exakt, ja, was soll ich dazu sagen, exakt können. Aber auch das hier ist nicht ohne mit Yoshi. Und das vor allen Dingen, wenn du alles auf einmal einsammeln würdest, das ging ja fast gar nicht. Vergriff!
Ach komm. Es geht doch. Frage aller Fragen, sinkt die Plattform auch ein, wo wir gerade drauf stehen? Nee. Interessant. Okay, das wäre das auf dieser Seite. Noch was? Nee. Okay, und dann das auf der anderen Seite. Ich sollte schon treffen. Gut, was gab's hier drin? Schon wieder Yoshi. Alles klar. Okay. Okay. Nein, Yoshi, Alter. Ja, fuck off. Weiß jetzt nicht, warum ich das getan habe, aber... Ja, ist ja auch egal. Alter, das ist hier schon ziemlich knapp. Willst du mich komplett verarschen eigentlich? Was sollte das denn gerade? Ach, komm. Nein. Da sind die letzten. Okay. Da hätte ich vielleicht warten sollen. Ah, geht noch. Ach nö. Fuck up! Ja, dann opfer ich mich lieber, anstatt weiterzulaufen, sozusagen. Oder zurückzulaufen, das ist ja eine Zumutung. Ob man von hier den Sprung schafft? Das sind perfekt getaktete Sprünge, die ich gerade hier mache. Och Mann, Alter! Was? Als ob der da nicht drauf landen könnte. Ach Mann, ey. Yoshi, du kleine Ho! Yoshi, du kleine Ho! Ei. Jetzt will ich es aber auch abschließen. Könntest du mal rauskommen? Danke. Katz. Alter, mach doch keinen Müll. Alter, mach doch keinen Müll. Easy going. Und jetzt piss dich von hier. Alter. Wahooi!
Wahoi. Yoshi, Gawakuru. Raus hier, weg von hier. Das ist ja eine Zumutung, diese Räume. 30 Minuten haben wir schon. Das ist, denke ich mal, okay. Da unten haben wir noch was. Machen wir zuerst die Röhre oder das hier. Ich glaube, wir machen zuerst die Röhre, weil die Röhre einfacher war. Ja, geht so. Auf jeden Fall wieder Yoshi. Also das ist ja... Das geht nicht. Eieiei. Jedes Mal Yoshi. Eieiei. Ich glaube aber, den Panzer müssen wir nicht benutzen, oder? Es sei denn, um hier irgendwas freizulegen. Ich bin's nur. Ich umhin rumtänzle und dann einfach getroffen werde. Billig. Ich glaube, ja. Lass mal lieber den Panzer verwenden, um alles andere freizumachen und da gegebenenfalls hinzugelangen. Aber das müsste ja, glaube ich, auch ohne gehen. Wow. Kann man dich? Ja, kann man. Ja, so. Aha. Damit alles erreichen können. Hier nix. Wo waren das jetzt? Da oben. Ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Ah, das war das hier, okay. Ich sehe halt nichts. Ist nicht leicht. Okay. Ach, da sind noch welche. Mann, ey, bist du dumm oder was? Bin gespannt, ob ich auch alle finde. Da waren wir ja schon. Ja, als ob. Als ob, als ob, als ob. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Hin. Das kann jetzt noch ein Weilchen dauern. Bitte bleibt dran. Und wenn nicht, dann halt nicht. Nice one. Extrem geil. Okay. Das wäre das. Aber wo sind hier noch welche? Würde mich brennend interessieren. Ja, wahrscheinlich da hinten dann noch. Sollten noch so 3, 4 sollten schon noch kommen. Aber auch meine Gesundheit steht auf dem Spiel. Ich habe nicht mehr so viel
Herzen. Ach, da drei. Da hinten sind noch drei. Genial. Hast dreimal wieder gelöst. Super. Ich freue mich. Hoffentlich sind das auch die letzten drei. Glaube ich irgendwie nicht, aber kann ja sein. Tante! Was machst du? Als ob jetzt noch zwei fehlen. Nochmal kurz. Ach ja, okay. Okay. Hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert hier. Dafür haben wir es aber gründlichst untersucht. Mit einigen Treffern. Gut, und jetzt fehlt ja eigentlich nur noch 5, 6, 7, 8. Also hier fehlt auf jeden Fall noch was. Was war das denn hier? Achso, das war das. Das war gar nicht so schwer. Ich habe gedacht, da kommt jetzt was anderes. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es war nicht so schwer, aber wir können zumindest das Gift nicht wegmachen. Das erschwert das Ganze. Weil wir keine Cappy haben. Kein Cappy. Ja, ich glaub's auch. Ich glaub's auch, dass es gerade so passiert ist, oder? Ja, Fagaf, ich will nur hier hin. Gute Sache. Ich würde gerne die Kamera drehen. Dazu müsste ich auch was sehen. Mach doch keinen Müll jetzt. Alter. Das finde ich gar nicht cool, Kollege. Lass das mal sein. Lass es doch gut sein. Aber näher als so kommst du nicht, oder? Ich bin schon ruhig. Ja, einmal. Ach komm! Zweimal und dreimal! Okay. Jetzt Achtung, bloß in keine Giftpfütze da laufen. Das wäre extrem unnötig. Und ich sammle noch gemütlich die Münzen neben der Giftpfütze ein. Ja klar, warum nicht? Okay, warum Beeilung? Keine Ahnung. Auf Bim-bam. Weiter geht's! Es fehlen nur noch zwei reguläre Monde, kann das sein? Das müssten hier sein. Und das ist jetzt ein Abfuck. Ich wünsche viel Spaß beim Zusehen und beim Failen. Und ich fail beim ersten Abschnitt. Beim ersten Abschnitt, ja? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist der einfachste von allen. Und ich fail da so hart wie...
Wie sonst was. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann mach's lieber mit Waldspringen. So, das war ja kein Problem. Jetzt wird's allerdings lustig. Ach Mann. Oh, ich habe ja keinen. Ah, ich habe keinen Cappy. Dann konnte ich die Attacke auch nicht machen. Ja, aber das war gar nicht so verkehrt, der zweite Abschnitt gerade. Also so muss man es machen, bis halt auf die Arschbombe, die ich da fabriziert habe. Das tut mir ja wahnsinnig leid. Hängen geblieben. Ich sollte irgendwo noch einen Weitsprung einbauen beim zweiten Abschnitt, weil dann bist du auf der sicheren Seite. Nein, bitte nicht. Da kannst du Chili Milli machen. Das ist kein Problem. Und dann hätten wir die normalen Monde abgeschlossen in dieser Welt. Fehlen nur noch die Hinweiskunstmonde. Gut, wie gehen wir da jetzt vor, ist die große Frage. Also, wir werden zuerst so vorgehen, dass wir die Welten abarbeiten. Aber zunächst muss ich euch sagen, dass ich auch die Bilder dann so aufrufen werde, also nach der Reihenfolge. Ich hoffe, ich erinnere mich, wie die Reihenfolge war. Ich weiß nur nicht, wo welche Bilder sind. Nein, das ist aus dem Seeland. Das ist aus verlorenem Land. Das dahin ist Küstenland. Was war da unten das? Weil wir arbeiten uns folgendermaßen voran. Pilzkönigreich und dann so weiter. Nee, das war Polarland. Was war das? Ja, das war das Pilzkönigreich-Puzzle. Oder Hinweiskunst. So. Dann, und so werde ich sie auch lösen in der Reihenfolge. Das Pilzkönigreich war das. Dann das Kaskadenland war hier. Ja. Dann zu dem Seeland-Ding. Das war. War das das hier? Nee, das war nicht das hier. Das Seeland war. Wo war denn jetzt das Seeland? War das da unten? Ne, das war Polarland. Seeland war. Das ist auch nicht Seeland. Ich hatte es doch gerade eben noch gesehen. Seeland war hier, ne? Ja, das war Seeland. Dann, das, was ich gerade eben für Seeland gehalten habe, das. Ja, das hier, es wird Nummer 4 sein. Dann lass mal vorbeilassen. Verlorenes Land ist hier. Dann, ich glaube, irgendwo am Anfangsbereich dann noch das Cityland. Ich glaube, das war hier. Der Seite, ja.
Cityland. Dann das Polarland, das nicht hier, doch das war hier. Polarland. Dann das Küstenland. Hier gibt es dann noch das Schlemmerland. Und jetzt fehlt nur noch das Ruinland. Allerdings weiß ich nicht, wo das sich jetzt gerade befindet. Da ist, guck mal, das ist 8-Bit Rosalina. Ich spreche mal kurz mit dem Toad. Du wirst da oben keinen Mond mehr finden. Aber ich wette, die Brodels haben Lust auf ein Scharmützel, wenn du dich nochmal hochtrauen solltest. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Guck mal, hier ist noch das Ruinenland. Portrait. Hinweiskunst. Okay, in der Reihenfolge werden wir jetzt die ganzen Monde einsammeln. Das wird jetzt auch nochmal ein Weilchen dauern, bis wir die alle hinter uns gebracht haben. Dann starten wir mit... gleich. Mit dem Pilzkönigreich. Okay. Erstmal die 16 Monde, beziehungsweise 14, plus dem, halt den Multimond einsacken. 866 sind's. Und wir begeben uns auf in das Pilzkönigreich. Wenn ihr euch noch daran erinnert, ihr könnt ja gegebenenfalls zurückspulen. Dann sah das die Hinweiskunst so aus wie ein Labyrinth. Und wo haben wir hier ungefähr ein Labyrinth? Genau, beim Samenfeld da oben. Und dort gehen wir jetzt auch hin. Jetzt weiß ich allerdings nicht, auf welcher Seite es war. Das ist ein kleines Hasen, so putzig. Kann das hier gewesen sein? Ja, hier war es auch. Okay, das wäre... Wir machen jetzt nicht nach der Reihenfolge mit finstere Seite Kunst 1 gefunden 1, mit finstere Seite Kunst gefunden 2 und so weiter. Wir machen das nach Kingdom. Ja. Damit wir nicht hin und her reisen ohne Plan. So, das wäre dann der Mond. Gut, im Hugland müssen wir nicht mehr vorbeischauen. Das heißt, wir gehen jetzt straight zum Kaskadenland. Und wenn ihr euch an das noch erinnert, dann habt ihr gesehen, wie Poochie, also der Hund aus Yoshi's Island, ich weiß nicht, wo er genau herkommt eigentlich, aber auf jeden Fall kenne ich ihn von Yoshi's Island. Poochie war an irgendeiner... Das sah so aus wie beim Endboss ungefähr. Und dort werden wir auch hingehen. Peach ist wieder hier. Was? Oder nur Tiara? Oder doch Peach und Tiara? What the hell? Können wir die jetzt überall wieder antreffen? Interessanterweise. So, das sah ungefähr so hier aus. Und da sollten wir auch eine Stampfattacke machen, um einen weiteren Mond zu finden. Das wäre dann auch mit finstere Seite Kunst gefunden 1. Okay. Auch von den Fossilfällen müssen wir uns verabschieden, also vom Kaskadenland. Es war schön, aber auch das wird ein jähes Ende finden. Okay, auch im Wüstenland gibt es nichts mehr zu tun, da waren wir im letzten Part, nee, vorletzten Part noch erst gewesen. Ins Seeland müssen wir. Und das Seeland, die Seeland-Hinweiskunst sah ja folgendermaßen aus. Da waren diese Pfeiler und ein eingestürzter Pfeiler. Und zu dem werden wir jetzt hingehen.
Wo er sich befindet? Das fragt er noch, das wisst ihr nicht? Was stellen hier für Fragen? Wir müssten hier runter. Und entweder dazwischen oder oben drauf. Okay, dazwischen. Gut. 9 war das. Und auch das Seeland werden wir kein einziges Mal betreten. Schade drum. Der Ballon findet gar nicht mehr Platz hier. Das Forstland müssen wir auch nicht mehr bereisen, aber dafür das Wolkenland. Das Wolkenland habt ihr gesehen, das war so ein Kreis. Und Hilfe. Dazu müsst ihr einfach nur hier nach Westen und dann ungefähr hier. Nee. Da, oder? Ja, hier. Eine Stampfattacke machen. Ups. 1 zu weit daneben. Upsala. Uiuiui, ich schmeiße alles um. Alter. Jesus. Kamera ein bisschen verschoben, ja. Ein Moment. So. Bin noch nicht so zufrieden. Ja, so. Alter, ich breche hier komplett ab. Okay. Damit wäre auch dieser Hinweiskunstmond abgeklappert. Na, kannst du bitte? Danke. Und weiter geht's im verlorenen Land. Dann hätten wir die Hälfte, glaube ich, schon von den Hinweiskunstmonden. Blitzkönigreich, Kaskanland, Seeland, Wolkenland und verlorenes Land, ja. Das wäre die Hälfte dann. Der Mond hier. Habt ihr gesehen, war so ein Schatten hier. Exakt diese Stelle war es. Und da stand auch auf dem Hinweiskunstbild C4. Also das hier ist C und der Abschnitt C4 ist hier und das kann dann nur ungefähr da sein und man sieht es ja auch, wenn man ein gutes Auge hat. Dann, ouch, weiß man das. Okay. Als nächstes, was kommt? Polarland? Nee, Cityland natürlich. Konnte ich das vergessen? Nach einer kleinen Welt konnte nicht nochmal eine kleine Welt kommen. Cityland also. Ich muss gerade sagen, was lädt es so lange, aber wie gesagt, eine große Welt braucht einen großen Ladescreen. Okay. Zum Heliport bitte, denn der Cityland Mond Hinweis. What the fuck? Was geht hier ab? Was gerade? Das sah ungefähr so aus hier. Schön. Bibbidi-bab. So, bald sind wir durch. 4 fehlen noch. 1 weiter ins Polarland. Und beim Polarland sah das Ganze wie folgt aus. Dafür müssen wir
wieder zu der Schneepiste unten hin. Und dann werdet ihr sehen, was ich damit meine. Tachchen! So, das Ganze sah nämlich wie folgt aus. Da war genau dieses Bild hier zu sehen. Von der Katze da oben oder was auch immer ist. Und dazu müssen wir hier hoch. Und hier gibt es dann den Mond. Top! Die Wette gilt. So. Genug aber davon. Ein Land weiter. Ins Küstenland, bitte. So, das Küstenland war ja von, ich glaube, vom Papagei aus, dann zu dem Aussichtsding da, das wo irgendwo auf der anderen Seite ist, und dann zu zwei Pfeilern. Und dann war dazwischen auch nochmal was, aber ich weiß nicht mehr was. Ist mir auch scheißegal, denn das haben wir ganz schnell geklärt, wo das ist. Wir müssen es einfach mit der Drüsenkrake. Einmal hier rum und dann ist hier das Ziel. Und hier gibt es dann den Mond. So viel dazu. Okay, Küstenland, auch von dir verabschieden wir uns. Ja, das Let's Play neigt sich dem Ende zu. Ich gehe mal stark davon aus, dass es der vorletzte Part sein wird. Leider, leider. Aber was soll man machen? Alles hat ein Ende. Und den Rest könnt ihr euch denken. Okay. Das Schlemmerland. Hier befindet sich der Mond auf dem Schlemmerplatz. Das war dieses Vergleichsbild. Da musste man suchen, wo der Unterschied lag. Und der Unterschied war, dass auf dem einen Bild hier ein Schlemmerling fehlte. Ungefähr hier. Ja, und da war dann der Mond. Okay. Darf man bitte einlösen? Und dann ist es nur noch ein Mond, der fehlt. Im Ruinenland. Und im Ruinenland das war ja der letzte Investkunst, die ich gezeigt habe, hat Poochie ein bisschen nach was gesucht in so einer kleinen Einkerbung. Und diese kleine Einkerbung haben wir hier schon gleich am Anfang. Das ist nämlich das hier. Und damit müssten wir den Punkt in der Odyssee haben. Nein. Oder gibt es für finstere Seite keinen Punkt? Was
Jetzt müssen wir jetzt kurz mal schauen. Doch, da ist er nämlich. Ist das nicht toll? Schaut euch das an. Die finstere Seite nun auch komplett. Was wir jetzt noch machen, ist, wir holen uns jetzt noch einen weiteren Punkt. Und zwar aus dem Pilzkönigreich. Beziehungsweise wir holen uns einen weiteren Mond, aber das wäre der letzte Mond, den wir dann bekommen und pipapo. Und wir haben die eine Stunde auch schon wieder geknackt, das ist ja toll. So, Toilette, ich habe deine ganze Mission abgeschlossen. Ich komme. Und ich bin da. Mario, du bist einfach großartig. Du hast alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Die letzte Leistung, die noch fehlte, war Kunstermittler. Mit ihr hast du dir meinen letzten, allerletzten Power-Mond redlich verdient. Ich hoffe, du freust dich. Klar. Großes Kino. Ganz groß. Du bist so unglaublich erfolgreich. Ich weiß es, danke. Seht euch das an. Wir haben alles. 104 Monde. In diesem ganzen Königreich. Hier seht ihr die ganzen Errungenschaften. Alle 104 Monde haben wir aus dem Pilzkönigreich. Das ist toll. Das ist wunderbar. Ja, und was jetzt noch die Aufgabe ist, offscreen, sage ich euch gleich, nachdem wir den Mond eingetütet haben. Da wir auf der stockfinsteren Seite nochmal 3 Monde hinzubekommen werden, gibt es im Game genau 880 Monde. Und da sehen wir auch, neben der Odyssee ist jetzt alles, oder neben der Weltkugel ist jetzt alles farbig. Da ist eins, aber auf der anderen Seite fehlt noch eins, das wäre die stockfinstere Seite. Ja, in der stockfinsteren Seite gibt es nochmal einen Multimond, einen einzigen Multimond. Das heißt, es gibt 880 Monde insgesamt. Gleichbedeutend muss ich nun, wie viele Monde muss ich jetzt einsammeln? Bis zu 800 und, bis zu 996. Das heißt, man kann ja im Shop 10.000 Münzen ausgeben, dann bekommt man 10 Monde auf einmal. Und genau das ist, was ich jetzt offscreen machen werde. Und wir müssen ja auch immer noch das Skelett-Outfit kaufen. Das machen wir dann aber zu aller guter Letzt. Ja. Vierter 11. 2017? What? Ich glaube, dann haben wir den zuerst hier eingekauft. Ja. Also wie gesagt, jetzt heißt es offscreen Münzen sammeln. Ganz, ganz viele Monde dann kaufen, die ich auch offscreen kaufen werde. Dann werde ich bei 996 Monden stehen bleiben. Ich muss dann halt einmal nur nicht in 10 kaufen, sondern einmal nur 9, glaube ich. Ja. Und dann werde ich auch nochmal ungefähr 9500 Münzen sammeln und dann in die stockfinstere Welt oder in die stockfinstere Seite des Mondes mich begeben, weil dann bekommt man irgendwann nochmal 400 Münzen ungefähr. Und dann kaufen wir uns das Skelettkostüm oder das Skelett-Outfit und dann war es das mit diesem Let's Play. Ich freue mich richtig drauf und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, nicht verpassen. Bis dann und arrivederci.